So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge. Was ist das? Pokémon Go, Vlog. Ich werde ein bisschen was zusammenschneiden, denn wir wollen heute am Freitag nach Gera fahren. Am Wochenende ist nämlich die Go-Tour-Sino in Pokémon Go. Wir wollen aber Thomas besuchen. Shenaya wird auch da sein. Dann wollte noch, glaube ich, Doreen kommen, wenn ich es mich recht in Erinnerung behalten kann, tu. Ne? Ich habe jetzt mal hier schon mal den Kofferraum gepackt, habe hier so ein Ding rein, alles hin und her. Was mir jetzt auffällt, erstens, ich habe mir ein richtig cooles T-Shirt angezogen mit einer super Mütze dabei und meine Lieblingshose. Meine Lieblingshose hat Pupsi schon wieder gemeckert, die Mutter hat gemeckert, die ist viel zu kurz, wie läufst du denn rum? Ich habe gesagt, das ist die beste Hose, wenn du viel läufst. Weil die hat auch Bändel, die kannst du schön oben am Bauch zusammen machen. Dann passt das. Was mir noch aufgefallen ist, meine Schuhe. Meine Schuhe, ihr wisst, ich ziehe immer diese weißen Gummischuhe an. Die haben schon seit so langer Zeit gar kein Profil mehr. Die sind dreckig, die sind verranzt. Hier drüben, ah verdammt, hier drüben ist auch schon diese Lasche abgebrochen. Das heißt, die Schuhe werde ich jetzt wegschmeißen. Das heißt, die müssen fort, denn extra für Gera erlaube ich es mir, neue Crocs auszupacken, neue Gummischuhe, brandneu, nur für Thomas und Shenaya und für Gera und für alles andere. Guckt mal, wie stabil weiß die sind, wie heftig weiß im Vergleich zu diesen gelben, verdörrten Kackschuhen. Wenn man unten drunter schaut, boah, haben die ein paar Nippel dran. So, da gehen wir jetzt rein. Die ziehen wir jetzt an. Jetzt können wir uns nicht mehr bewegen. Und ich werde euch mit auf die Reise nehmen und immer mal gucken, wenn irgendwas Cooles passiert. So wie die Tüte da, die gerade abhaut. Nein! So, wir sind jetzt in Gera angekommen, wie ihr hier seht. Diese Gasse bin ich hier hochgefahren, weil irgendwie da oben unser Hotel sein soll. Das Auto steht auch jetzt einfach hier schräg am Rand. Das sieht gar nicht so brutal aus, aber wenn man mal so guckt, das fällt hier halb um. Guckt euch das an, wie das umfällt. So, Wagen ist aufgebaut und wir haben schon das erste Pokémon gefunden. Guck mal, ein Stern, du. Der gelbe Seestern ist schon mal in Gera. Das ist ein Souvenir. So, da stehen sie, da sind sie angekommen. Die Jena, man kennt sie aus Jena. Nein, aber wir sind vorbeigefahren an einem Schild, wo Jena drauf stand. Und Le Biscuit ist auch wieder da. Hallo Thomas. Und nochmal hallo Jena. Hallo. Das ist jetzt neu, man schlägt immer auf die Leute drauf. So, solange wie die drei Haudegner das Kind verprügeln, seht ihr mal einen Einblick in Thomas seinen Rucksack. Das ist jetzt hier wieder hier Mixery Cola, ja, und hier Dings. Und hier ist einfach nur. Wieso sieht denn das jetzt so aus? Ist das mit Kirsch? Nee, ist neu. Das Design ist neu. Anstatt Silber hast du es weiß. Thomas, das finde ich jetzt aber richtig gut, muss ich dir sagen. Hab ich auch heute. Du weißt? Gesehen, weil, du weißt, ich trinke ja nicht, wenn keiner da ist. Ja. Und ich mag ja weiß und ich fand das Silberne halt immer so räudig. Ja. Aber es war halt so. Aber jetzt hast du so die Hälfte weiß, die Hälfte so. Also das musst du als. Das neue Mixery jetzt testen. Also. So, und das sind zwei für dich und die Shenaya hat ein Dött und die trinkt bestimmt aber auch ein Dötte, oder? Ja. Weil Dött ist und da trinkst du bestimmt aber auch eins. Ja, weil das ist ja der Kilkenny. Jetzt hat der Thomas ein Kilkenny. 100% truly authentic Irish Red Ale. So, und jetzt guckt euch nochmal die Treppe an. Guckt euch die Treppe an. Ja, dafür hat es sich schon gelohnt, hierher zu kommen. Einfach nur für die Treppe. Man braucht ja auch mal ein paar Aufnahmen von Gera. So. Thomas verteilt gerade Bier. Thomas hat einen Flaschenöffner dabei, sagt er. Soll ich da eins aufmachen? Ja. Dann stelle ich meins mal hier drauf. Dann nehme ich das mal und das stecke ich mir jetzt hier einfach zwischen die Beine, damit man meine Schuhe sieht. Und dann macht man einfach so. So, bitteschön, Jena. Dann nehme ich meins auch gleich mit und mache ich es nochmal so. Ja, du machst das ja so gerne. Och Mann ey, das mache ich gern, habe ich gesagt. Genau, jetzt habe ich schon. Ach, und heb die Kronkorken auf. Ja, für den Bierschanker. Ich habe schon ein paar Beine. Hier Thomas. Danke. Das ist wichtig, auch von deinem Mixery. Da ball die wahrscheinlich selber ein, weil der jetzt weiß ist. Was machst du? Einfach nochmal, damit warum jeder denn? Weiß, was es gibt. Was soll denn das? Steht doch auf der Flasche, das sieht man dir doch auch an. Ja, mach ruhig, wie du denkst. Prost. Zum Wohle, Herr Pole. Prost. So, aber man darf nie zeigen, wie man trinkt, sonst wird es wieder gesperrt. Kommt! So, ihr seht ja auch mal ein Schild dazu. Kirche St. Salvator. Und ihr seht das nochmal von hier unten. Richtig brachial.
Auch hier mit dieser Treppe, von der ich gesprochen habe, die man einfach dann von unten gesehen hat. Und hier davor ist auch noch wie so ein Brunnen. Ich weiß gar nicht, der war letztes Jahr, war der an, war der nicht an? Thomas, war der Brunnen schon mal an oder ist er immer aus? Ulrich Holland Brunnen, 1994. Guckt ihn euch an. Guckt den Ulrich euch an. Der hat aber riesen Ullis am Start. Was ist denn da passiert? So, hier haben wir noch einen schönen Löwen vom Lions International Club Gera. Und das finde ich interessant, weil den Lions Club, den gibt es ja auch in Hildburghausen. Und die haben auch das Logo und das ist hier Gera. Bei uns haben die da so Bänke gestiftet und so Zeug. Hier habt ihr einen goldenen Spatz und den Löwen. Den kennt man vielleicht auch, aber aus der GoFest-Video, genau, so meine ich das. Ich merke, dieses Kilkenny, das ist auf jeden Fall, das kannst du so trinken, dass du schon wieder, dein halbes Gehirn ist schon wieder fort. Hier seht ihr die Thomas-Liebeshasen. Die sind sehr beliebt für die Dame oder zum Valentinstag. Unten ist noch ein Knopf, dann fangen die an zu vibrieren, so. Ne, Spaß. Ach, hier gibt es auch noch für unterwegs Liebeshasen to go. So, Thomas ist jetzt irgendwie mit dem Kind abgehauen. Und Pupsi hat sich schon wieder was zu essen geholt von der Nordsee. Guck mal, Fish and Chips mit den super Pappbechern und Dough. Aber wir wollen ja eigentlich heute irgendwas essen gehen. Ich habe nur schon wieder vergessen, was. Irgendwie beim American Dinner oder so. So, dieses Schild muss ich kurz mal abfilmen, weil ich finde, das hat einfach richtig Style und sieht richtig genial aus. Vor allem, ihr wisst, ich mag gelb, gelbe Schrift, Döner Burger Company. Kurz. Kurz und klein, wie bei Knorkado. Nur, dass es hier super und Jumbo-Döner gibt. So, wir waren jetzt kurz in der Unterkunft, haben kurz mal die Sachen hochgetragen und irgendwie wollen die also jetzt zum Essen gehen beim Bahnhof zu diesem American Diner. Und guckt euch mal an, wie schön das aussieht. Wie schön der Thomas aussieht. Also, habt ihr schon mal so einen schönen Thomas gesehen? Habt ihr schon mal so einen coolen Hirsch gesehen? Ja, der hat sich extra in Schale geworfen. 6 Jahre Hirschtanz. Thomas! So, ich melde mich jetzt mal ganz kurz zurück und irritiere euch erstmal aufs Übelste, denn ich stehe gerade im Schlafzimmer zu Hause, während ich das Video am Schneiden bin. Ihr seht aber im Bild den Abend, wo wir dann nach dem Frankies Restaurantbesuch wieder in der im Apartment waren. Denn ich habe abends da gesessen und habe kurz den Abend zusammengefasst und habe da aber gefühlt 7 Minuten gelabert und fand, das war zu lang. Deswegen versuche ich jetzt hier kurz nochmal zusammenzufassen, was passiert ist und wieso es auch gar keine Aufnahmen gibt. Wir sind also zu Frankies Restaurant, haben dort gespeist. Damals haben wir ja schon mal diesen 80-Euro-Burger zusammen gegessen. Als das mit dem GoFest war in Gera, also wo wir das Globale in Gera gespielt haben. Jetzt sind wir da wieder hin, wollten essen. Ich habe erst gar nichts gefunden, was ich essen kann. Ich habe mich dann für so einen Chili Cheese Dog entschieden, habe den gegessen, wollte mir dann auch mal richtig gönnen, habe noch ein Bierchen getrunken, habe noch eine Hauslimonade getrunken, habe mir einen Zombie bestellt, so einen richtig heftigen Cocktail. Shania und Thomas haben sich dann auch nochmal einen Long Island Iced Tea bestellt, weil das waren die 2 stärksten auf der ganzen Karte. Pupsi hat sich gegönnt. Doreen war da, wir haben Doreen getroffen, das allererste Mal, dass wir Doreen getroffen haben und gesehen haben. Super nett, richtig sympathisch, war richtig genial. Die hat uns später dann sogar nach Hause gefahren, weil sie ja mit dem Auto sowieso da war. Und da konnten wir Jonas und Sandra und mich noch ins Auto reinschmeißen. Hat sie uns zum Apartment zurückgefahren. Vielen Dank nochmal dafür. In diesem ganzen Restaurant, ich hatte eh so einen kleinen Durchhänger und da war es auch noch so düster in dem Restaurant und ich wollte was filmen und das sah so schrecklich aus mit der Kamera und ich wollte jetzt nicht mit dem Handy immer zu da rumleuchten und filmen und machen und tun, ich wollte einfach dann den Abend genießen, deswegen habe ich da nicht gefilmt, aber wir haben ein paar Bilder gemacht, das werde ich ja hier eh eingeblendet haben immer mal, von dem Essen vielleicht, von einem Cocktail oder so, von einem B-52. Denn ich habe in der Karte B-52 gefunden und das kenne ich noch aus den Zeiten damals mit meinem Cousin. So ein Ding mit so Likör, mit Baileys auch drin, aber auch mit Rum, der angezündet wird und eine Flamme drauf hat, der kochend heiß wird, den du mit dem Trinkröhrchen dann aus dem Glas schlürfen musst.
weil du dir sonst den Mund verbrennst. Und das hat auch einen richtig genialen Effekt gehabt und so einen Show-Effekt und alles. Und da hat sich Thomas auch gegönnt und Genaya. Und ja, also wir hatten einen feuchtfröhlichen Abend. Dementsprechend saß ich dann eben halb nackt in der Küche und hab da vor mich hingelallt und erzählt, was wir bei Frankies so gemacht haben. Es gab Burger, es gab Süßkartoffelpommes, die Leute haben dann noch gespeist, dann gab es noch Jalapeno-Snackers, es gab so eine richtig heftige Religion-Soße als Dip, die OMG sehr scharf sein sollte. Pupsi konnte die gar nicht essen, ich habe da diesen ganzen Becher einfach ausgenascht wie ein Joghurt, das war eigentlich auch richtig cool. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Wie gesagt, es gab keine Aufnahmen an dem Abend, als wir dann da drin waren. Aber es war trotzdem ein cooler Abend, vor allem mit den Leuten. Und es hat eigentlich auch geschmeckt. Die Cocktails waren ganz gut. Deswegen, ja, geht's jetzt weiter. Hallo. Hallo. Das ist die Jenna. Moin. Das ist der Tommy. Ja. Hallo Tommy, was geht ab? Ja. Wer ist denn heute Überraschungsgast? Jetzt das muss ich siehst direkt... du dann. Ach toll. Deswegen hasse ich Überraschungen, weil die sagen immer den nichts. Den kennst du. Was ich auch kenne, ist der Österreicher Markt, auch wenn ich immer nicht wusste, wer das ist. Weil immer wenn ich gefragt habe, wo waren wir denn? Und die immer so, Österreich. Und ich denke, seid ihr dumm? Wir waren noch in Gera. Nee, Österreich. Und das heißt so, weil wir haben beim letzten Mal, nämlich beim GoFest, hier gegessen. Und da steht halt einfach Österreich am Markt. Und da hat es einen so gut geschmeckt, dass wir gedacht haben, wir machen heute, bevor die Tour losgeht, einfach hier Frühstück. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, wir sitzen jetzt in Österreich und ich muss sagen, ich finde es hier richtig genial. Vor allem habe ich mir zum Frühstück erstmal ein Stiegelbier, Österreich, Stiegel, ne? Da sagst du nichts mehr. Habe ich mir das bestellt, dann wurde das gebracht und es hieß erstmal das Wichtigste, weil das war wirklich das allererste, was kam. Noch bevor hier die ganzen Kaffees und Kakaos und Säfte kamen, es hat gar keiner Saft, trotzdem kam das und in so einem super genialen roten Krug, finde ich stark. Dann habe ich hier übrigens so ein Rührei mit Kärntner Speck und hier ein Brötchen, da ist noch so, hier ist so Kraut, ich habe dann noch Butter drauf, noch verpackt, ein Brötchen reingelegt, habe ich so auch noch nie gesehen, sieht aber richtig schön angerichtet aus und Kärntner Speck ist sowieso genial, denn wenn ihr das in der Erbettel kennt, wisst ihr ja, da war der Kärntner dabei, der Kärntner hat mitgerappt, der Kärntner ist herausgestochen und ist aufgefallen und jetzt haben wir den NHR Speck, den Kärntner Speck, den Kärntner direkt auf das Rührei drauf. Das ist übrigens Thomas sein Frühstück, also das da, das ist der Jänner ihr Frühstück, also das da. Hallo Jänner. Hallo. Das ist der Sandra ihr Frühstück, das ist jetzt... Strammer Max. Oh. Zack. Und das ist der Babyboy. Und der hat schon wieder sein Handy runtergeworfen. Ich war ja dagegen in dem Alter, aber trotzdem. Guckt euch das an. Babyboy. So, wir laufen gerade jetzt hier durch Gera über Markt hin und her alles. Hier ist auch gerade Livestream und wir haben das erste Pokémon gefunden. Guckt euch an, da ist es. Mit Augen in Gera. Gera ist halt ganz anderes Spielerlebnis. Da müsst ihr nicht aufs Handy gucken, da müsst ihr wirklich die richtige Umgebung abchecken, um Pokémon zu finden. Perfekt. Guck, und da läuft so eine Gruppe. So. Und hier ist der Master of Disaster, denn den können wir ja bestimmt mal zeigen. Der hat jetzt nämlich Haare, der war in Amerika. Grüße. Seht das Toupet an, das ist der Silvio, das ist der Shinox. Den kennt man, wunderbar. So, ein weiteres kulinarisches Highlight in Gera bei der Go-Tour, der Zapfhahn. Guck, das ist der Zapfhahn und oben drüber seht ihr das Schild mit dem Hahn, der einfach einen Zapfhahn im Gesicht hat. Das Ding heißt halt einfach Zapfhahn, Schaubrauerei, Pagenkopf, Bier gibt es hier und hat auf jeden Fall ein cooles Design. Sieht einladend aus. Das sieht aus wie eine Dose 500 Dosenbier und hier habt ihr auch nochmal Gersch. Gersch, das Bier von hier, perfekt. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Durst bekommen, wusste gar nicht was. Wahrscheinlich liegt es am Erfinder des Wodkas, der steht nämlich hier. Da steht nämlich Pushkin, ja. Und da steht der Herr mit der Feder in der Hand. Da kann man unter den Rock gucken. Moment, seht ihr das? Das ist der, da kommt der Pushkin-Wodka raus. Das ist doch schön. Das sehen ja die Pokémon-Spieler gar nicht. Die gucken ja immer nur auf das Handy drauf. So, ich gucke mir hier die Kultur an und so. Trotzdem kurz mal eine Pokémon-Szene. Szene. Hier saß ein Tobutz wild. Ich wollte nur ein Bild machen. Ist shiny. Jetzt habe ich es gefangen.
Pupsi drückt's an. Ist einfach auch shiny. Ist noch nicht gefangen. Viel Spaß. Tschüss. So, Silvio hat uns jetzt auf das Gerarea Empfangskomitee hingewiesen. Habt ihr das schon mal gesehen? Die wollen euch hier an die Backen greifen. Das sieht sehr schön aus. Aber der hat irgendwie eine andere Farbe wie die zwei anderen. Aber dann sehe ich, das sind alles Frauen oder was? Da sind ja Nippel dran. Guck doch mal, Nippel. Und hinten, da sieht man noch den Bobs. Bobs Nummer 1, Bobs Nummer 2, Bobs Nummer 3. Na, welcher gefällt euch am besten? Schreibt es mal in die Kommentare. So, das muss ich euch auch zeigen. Da habe ich nämlich noch nie, war ich noch nie in einem Pub, in einem Irishen. Und deswegen, das ist das erste Irish Pub, was ich überhaupt sehe. Und das sieht irgendwie auch voll cool aus. Murphy's Irish Pub. Am 9. März Karaoke-Tanzparty. Guck doch mal schon, wenn du hier sitzt und hast noch ein Tischchen in der Mitte. Das ist doch nice. Und wisst ihr, welche Leute sich da hinsetzen? Das können wir euch auch zeigen. Da sind sie wieder. Das macht ihr aber, ihr macht's richtig. Ja. Wenn einer da sitzt, einer da, ist dieser störende Tisch dazwischen. Wenn sich einer da hinsetzt und da, dann ist hier richtig Armlehne. Genau, dann Armlehne. Ist hier richtig Armlehne. Da geht da richtig der Putz ab. Die Suppenbar, frisch und gesund. Und wenn ihr sehen wollt, wer da immer reingeht und groovy Partys veranstaltet, so sieht das dann aus. Finde ich gut, finde ich sympathisch. Der gefällt mir am meisten. So, hier haben wir jetzt einen fetten Brunnen gefunden mit der Brunnensäule oder Brunnenstatue. Da stehen oben auf jeden Fall lauter Leute drauf. Da kann ja mal ein Stück näher hinlaufen. Hier sind auch überall so, ja, so Zeug. Ne? Ihr wisst ja, wie man das nennt. Und dann oben habt ihr hier so die Leute drauf. So, sieht man in Gera, kannst du dir angucken. Was du noch angucken kannst, hier drüben sind ja so Blocks. Vor den Blocks sind jedes Mal so Eingänge. Da ist auch was dran, auch was dran, auch was drauf. Guck dir mal den Eingang an, hä? Alter, Oschi. So sieht das aus. Und das sind jetzt vier Vögel, das sind so Kolibris oder wie der Thomas sie immer nennt. Ja, das ist auch Vögel. Was sind das? Das ist auch Vögel. Das ist jetzt zu viele Vögel in Gera. So sieht Begeisterung aus. Kennt ihr Knirpsenwelt? So wie ich das verstehe, kannst du da deine Kinder abgeben, wenn du dann in den Irish Pub willst oder so und holst sie später wieder ab. Aber wichtig, nur wenn die Deutsch oder Englisch können und die dürfen keine Angst vor Bären haben. Dann guck mal, da ist ein Thomas, sein Bruder drin und ja, eigentlich sieht er süß aus, oder? Guck mal, die dicke Nase, die dicke Nase. So, weil der Silvio Hunger hatte, sind wir jetzt im Düdün Pizza Haus. Die haben ein richtig Lachsches Ledersofa, guckt euch das an. 5 Sterne Pizza Haus. Hier sieht es einfach richtig heftig aus. Wir haben jetzt hier auch noch ein Raid gemacht, direkt an der Arena. Und ich muss mal kurz hier mit Schale zeigen. Das ist ein Silvio, sein super Döner. Guckt euch den mal an, wie fett und groß der ist. Das ist der Döner. Das ist der Silvio. So. Das ist der Thomas. Thomas, wie geht's dir denn da drüben? Außerdem gibt es Becks und Radeberger. So. Und das ist die Doreen. Wenn du willst, schneide ich es raus, ansonsten lassen wir es drin. Jonas Schatz, alles Gute. Du hast dein Bier noch gar nicht ab. So, der Thomas hat übrigens hier so eine Dönerpizza mit Paprika und Zwiebeln und allem. An die Doreen, die hat da hier so ein Müllermilchshake hier im Glas. Also nee, das ist hier so ein Joghurt. Ja, eigentlich gibt es ja Pide. Ne? Pide. Dann gibt es hier auch Pide, dann gibt es Döner Box. Der Ramses, der hat sich einen Texas Döner geholt, denn das kennt er absolut gar nicht, mit Jalapeno, gebratenen Zwiebeln und Chilisauce. Das sieht dann einfach so aus. Das muss man jetzt wie Sandra halt einfach mit der Gabel wahrscheinlich essen. Ich meine, wir können ja mal probieren, den zusammenzuschieben und alles fliegt rum. Aber ja, das heißt, in Gera sind die Döner größer. Hier siehst du die Zwiebeln. Das hast du sonst nirgendwo. So, wir machen jetzt mal den ultimativen Döner-Test und gucken, ob man einfach reinbeißen kann. Weil der ist halt so breit, was so eigentlich sehr gut ist. Und auch für den Preis und so und überhaupt, aber... Einmal drücken. Einmal drücken. Rundes Brot, selbst gebacken jeden Tag, stand da. Macht schon mal einen guten Eindruck.
Einmal abbauen. Gera ist auch bekannt als die Stadt der Dichter und Denker, sagt auch Sorayo und Even. So, die Doreen ist jetzt irgendwie so beim Friseur angelangt. Wir warten jetzt hier auf die Doreen. Die hat von Silvios Haartransplantation gehört und war so beeindruckt. Die hat gesagt, das lasse ich jetzt auch machen. So eine Fleischmütze in Gera, das ist ein Andenken. Und, ich konnte es nicht lassen, ich habe es schon wieder getan, auf der Suche nach den neuen Gönnergy-Sorten, weil ich die noch ein zweites Mal brauche, damit die Mama die mal testen kann, habe ich mir jetzt aus Versehen noch mal eine alte mitgenommen, weil die fand ich von den alten am besten, obwohl ich sie nicht gut fand. Und das ist nicht irgendwie ein Widerspruch, sondern das passt. Ich fand die nicht gut, aber es war die beste, weil man die am besten trinken konnte, aber die einfach trotzdem nicht toll war. So, und da sitzen jetzt die anderen. Das halten wir jetzt mal fest für die Security. Anzeige ist raus, ne? Ja, und wollen halt jetzt mal kurz auf die Doreen warten. Wer ist was? Sie ist gerade hier oben irgendwie Die ist schon wieder runtergesteppt. Oh, gleich fällt es um, ich sehe es schon. Soll ich dir helfen? Tu einfach meinen Finger hier reinstecken und dann tropft alles raus. Also sie muss hier so, Prost auf die nächsten Bauchschmerzen. Anfang erster Schluck, denkst du, okay, das ist besser als die zwei anderen Sorten. Und dann nach 3-4 Schluck denkst du, oh, Hilfe, warum? Das ist Gönnergy. Будуть у нас в наших думках. Є у нас один план. Нам сподобалося, як ми малювали, готувалися до мітингу. І toll, jetzt habe ich natürlich die grüne Ampel verpasst, weil hier schon wieder irgendwelche Demos waren. Heute war eine Demo, glaube ich, Mittag. Von den Traktoren schon wieder. Die Traktoren sind durch die Gegend gesteppt. Und jetzt ist was wegen Ukraine. Krieg stoppt den Ukraine-Krieg und alles. Thomas fragt sich die ganze Zeit, warum hier? Macht das dort und hier, aber ist ja eigentlich egal wo. Ist ein doofes Thema, alles. Und ja, Gera bietet einfach alles. Traktoren, Demos, vor allem eine Bahn, da steht unterm Haus drauf, die fährt einfach unten drunter. Und jetzt sind wir irgendwie schon wieder auf dem Weg zu den Arkaden. Und ich warte auf Grün. Da kann man auch mal klatschen. So, wir sitzen jetzt hier beim Kaufland, beim Bäcker, weil die Jungs wollten mal ein Stück Kuchen essen und die Mädels natürlich auch und mal einen Kaffee trinken. Und deswegen erstmal Prost auf Hannes, weil hier gibt es das gute Erdinger Brauhaus Helles und der Hannes, das ist ja ein Helles Fan, ne? Das ist ein Helles Fan. Jonas möchte auch. Das ist der Tisch, Jonas, das ist das Handy, das ist der Jonas, weil der hat jetzt am Scheinux hat er jetzt was gefunden und deswegen weil die haben ja dieselbe Frisur, so, gute Nacht. So, wir wollen jetzt zum Abendbrot am Samstag kurz zum Griechen. Wir stehen jetzt hier vom Rewe. Guck mal, wie schön das leuchtet. Der Eingang sieht wirklich genial aus. Denn ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem Gönnergy 2.0. Also ich habe meine Dosen ja schon getestet, aber wollte für das Muttertier noch mal welche besorgen. Und in Meiningen im Rewe haben die noch einen Aufsteller gehabt. Da war nur noch die grüne Sorte drauf und nur noch so 5-6 Dosen. Jetzt sind wir extra hier rein in den Rewe und da war ein Aufsteller. Und da war nur noch die grüne Sorte drauf. Also irgendwie wird das am wenigsten gekauft, so wie es ausschaut, weil es ist ja immer gleich von jedem viele Paletten da. Aber das kenne ich ja schon und ich habe mir im Rewe schon eins mitgenommen. Das ist jetzt der Genaya, ihre Dose. So hat sie die grüne für ihre Bauchtasche. Ich habe die grüne und wir sind immer noch auf der Suche. Sie generell wegen den anderen zwei Sorten, ich wegen den zwei Sorten nochmal für das Muttertier. Sobald wir in Meining sind, muss ich nochmal überall reingucken, ob die vielleicht nochmal Nachschub bekommen haben. Ich habe nicht an sie gedacht. Ich hätte gleich von jedem zwei mitnehmen müssen. Ich habe es verschwitzt. Ich habe nur eine mitgenommen. Und jetzt rennst du den blöden Mist wieder hinterher. So, das ist die Kerze. Und das sind die Stammball vom Hannes. Ne, das ist hier unser Uso. Der sieht ja so schön aus. Das sieht man hier leider nicht. Da bilden sich die kleinen Eisskulpturen drin. Jeder ein Uso. Ich bestimmt zwei, weil es andere Magien bestimmt nicht. So. Prost! So, als nächstes haben wir eine Metaxa-Cola, also eine Cola mit Metaxa-Schnaps. Da sind sogar Eiswürfel drin. Prost! So, als nächstes gibt es hier einen Coconut Kiss. Was? Mit einem Trinkröhrchen drin. Sieht sehr gut aus.
Dankeschön. So, wenn du noch Durst hast, trinkst du noch einen Tequila Sunrise, weil der ist ja hier gelb und hier reißt ja alles weg. So, und zum Schluss geht's noch mal ab im Swimmingpool rein, der irgendwie grün ist. Müssen wir mal wieder reinigen. Also wir wissen nicht warum, aber gerade hier ist an der Arena einfach so ein Giratina-Raid aufgegangen. Sitzend, war auch gar nicht angekündigt, habe ich gar keinen Plan. Wir haben den jetzt aus Spaß gemacht. Das Sitzen habe ich nämlich noch nicht und es ist einfach direkt ein Shiny. Das ist einfach direkt ein Salat als Vorspeise. So, jetzt kam sie nochmal und hat den Uso nochmal aufgefüllt. Das finde ich sehr gut vom Service her. Die Kerze brennt auch noch. Das ist jetzt hier ein Thomas, ein Thomas-Teller. Sieht man mit Thomas-Ringen, mit Thomas in grün. Oh, da beschlägt sogar, weil es noch heiß ist. Thomas Reis, obwohl er Pommes wollte. Thomas Brot und Thomas Fleisch. Und ganz viel Zeug. Schön dekoriert hier, guck dir das an. Und der Zitrone. So ein typisch beim Griechen esse ich ja immer Schnitzel. Hier sogar mit Metaxa-Soße. Ist richtig genial. Und dazu als Beilage kretanische Kartoffeln. Bei uns gibt es das als Vorspeise. Und Schnitzel halt mit Pommes normal. Trocken und mit Zitrone einfach. Aber hier mit Metaxa-Soße sogar. Und das als Beilage. Das ist richtig genial. So, wir sind jetzt hier raus. Und wenn ihr wissen wollt, wo wir überhaupt waren, das, der Grieche in Gera, das ist Knossis Restaurant. Ne? Steht auch hier an der Tür. Lest mal. Knossis Restaurant. Also hier steht Knossi und hier Restaurant. Das haben sie verwechselt. Aber der Rest ist eigentlich so, wie es ist. Hier hast du noch eine Schale, ne? Finde ich super. Und dass sie jedes Mal an den Tisch kommen und euch einfach 100 Mal nachschenken, das kenne ich nicht aus Hibu, das kenne ich nicht aus Meining, das kenne ich nirgendwo her, aber hat gepasst. Und geschmeckt hat es auch, deswegen wunderbar. 12, gerne wieder, Thomas, oh mein Gott. 12 Grad ist Uso. 12 Grad ist Uso, sagt er. So, wir stehen jetzt an der Bushaltestelle, wir wollen jetzt, keine Ahnung, und deswegen hat der Thomas schon wieder seine Wodkaflasche da hinten versteckt. Thomas! Nein, wir Bushaltestelle, aber da ist gleich Netto. Deswegen gibt es jetzt noch ein Abschlussbierchen, das Feldschlösschen für den Abend dann und so. Und ja, hier gab es noch Paul Berger, irgendwie so Erfrischungsgetränke mit Peach und Bubblegum. Haben wir mal mitgenommen. Shinaya hat sich auch gleich eingepackt. Da werdet ihr wieder was sehen auf ihrem Kanal. Irgendwann startet Thomas dann durch. Nein. Nee, gut. aber wir haben noch Sonntag. Mal gucken, was wir Sonntag noch so erleben. So, wir sind jetzt wieder in der Unterkunft angekommen. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Wir haben heute im TK Max. Kennt ihr TK Max? Ist ein Laden. TK Max. Ja, ich kann doch TK Max sagen. Wir sind doch in Deutschland. So, der TK Max. Haben wir diese Nudeln hier gefunden, beziehungsweise Genaya hat die Nudeln gefunden, von Akuan. Das sind Spicy Sesam Instant Vermicelli Nudeln. Guckt euch mal den Typ an, das ist in blau, der isst da die Nudeln. Dann gibt es eine andere Sorte, Instant Vermicelli Hot and Sour, also heiß und sauer. Der Typ hat sogar da schon eine Brille auf. Und es gibt die Instant Vermicelli Spicy Hot. Und da sieht er richtig brutal aus. Das sieht zwar jetzt nicht so extrem gefährlich aus, weil das alles so schön im Anime-Stil ist, aber so ein Viererpack hat 6,99 gekostet. Das wollen wir uns auch mal reinziehen, mal testen. Wir haben das Kitchen irgendwann. Und vor allem ist das Non-Fried Restaurant-Style. Wer das gar nicht wusste, Samyang-Nudeln sind ja eigentlich frittiert und deswegen auch so mega ungesund mit so viel Kalorien. Aber deswegen sind die auch so fett und so lecker. Und das, keine Ahnung, was das ist, aber wir werden es irgendwann mal testen. In 10 Jahren gibt es bestimmt Videos dazu. Und was ich gestern gar nicht gesehen habe, hier ist so eine komische Lampe. Ich habe jetzt mal den Stecker hier reingemacht und ja, guckt euch das mal an. Sieht aus wie zwei Golfschläger. Und drückst du hier dran und dann geht die eine an. Boah! Und dann drückst du nochmal da dran. Dann geht die andere auch noch an. Das ist doch ultra genial. Und ich sehe schon wieder, wie das Bild irgendwie ein bisschen flackert. Ah. Oh.
So, ist der nächste Morgen, ist der letzte Tag. Ich habe gerade die Sachen ins Auto, weil wir wollen jetzt gleich dann nochmal in die Stadt den Sonntag nutzen, aber gehen halt nicht nochmal ins Zimmer, sondern werden dann gleich, wenn wir zum Auto zurückkommen, von dort wegfahren. Die Genaya hat uns jetzt sogar hier abgeholt, die musste jetzt direkt nämlich schon auschecken. Deswegen ist sie jetzt zu uns gelaufen. Was ist denn, du Rabauke? Ich krieg's nicht fort. Die musste zu uns laufen und dann ist alles beschlagen. So sieht das jetzt hier ungefähr aus. Und wir treffen uns jetzt wieder mit dem Thomas auf dem Markt beim Österreich zum Frühstück machen. Aber ich habe gerade irgendwie noch die Reste von Sandra gegessen. Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, gar keinen Hunger. Aber mal gucken. Vielleicht geht ja auch ein Stiegel. So, wir sind jetzt draußen. Die Damen, die laufen dort. Und ich sag nur, grüezi, okay. Hier sieht man auch bekannte Orte wie Fackback. Oder kennt ihr noch die Geschichte vom Greiz Ripper? Das ist von Jack the Ripper, der Bruder. Nur halt aus Greiz. Das heißt bestimmt Galitz. Nein, das heißt keine Ahnung. Schreibt mal rein, was das heißt in die Kommentare. So, man beachtet die Natur. Hier die ersten Frühblüher. Und hier das erste Freibier. An der Kirche. Ne, warte, die Kirche ist das da. Das ist die Brauerei. Selbst die Fotoläden in Gera sind auf jeden Fall einen Blick wert. Wir stehen jetzt hier vom Fotomocker und hier habt ihr verschiedene Kulturen vereint. Hier habt ihr das kleine türkische Baby, was zwangsverheiratet wird. Hier habt ihr den Muscleman 5000, den kannst du bestellen auf jeder Hochzeit. Hier ist ein Hannes seine Tante, das sieht man ja wegen dem Totenkopf. Sie zeigt ihr Nippel, hier unten auch nochmal. Das ist Erotik pur. Und das ist die Katzenfrau. Die haben beide rotes Fell. Was ist besser Sonntagmorgen als noch mehr Freigetränke? Special Cocktails liefert euch schon wieder Freibier. Denn hier steht überall verteilt immer mal ein Freibier rum. Mann, ist das ein Geruckel. Mein Fuß ist irgendwie schlimmer als gestern. Hallo Thomas. Hi. Aber du hast doch noch beide Füße. Das heißt, wer Füße hat, der kann auch laufen. Ja. Morning. Mit Schmerzen. So, das ist die Truppe, weil der Scheinux ist heute nicht da. Die Doreen ist nicht da. Thomas, sein Bruder, kommt vielleicht wieder, weiß ich nicht. Ach so, dann bleibe ich lieber draußen. Außer Thomas hat noch eine Überraschung für heute, die wir noch nicht kennen, die sich gestern Abend spontan ergeben hat, die aber nicht sagt und erst verrät, wenn wir dann aus dem Österreich wieder rauskommen. So, ich habe mich umentschieden, heute gibt es zum Frühstück kein Stiegelbier, denn das gab es ja gestern schon, das habt ihr ja schon gesehen. Thomas hat eine Schneeflocke entdeckt. Das sieht dann so aus. Und wenn ihr jetzt denkt, ich beginne Kaffee zu trinken oder irgendwas anderes, dann habt ihr euch geschnitten, das ist Eierlikör mit was? Rum? Rum und Milch. Mit Rum und Milch. Rummilch. Genaya hat sich auch so ein Ding geholt. Zack, weil ein Getränk kann man ja heute machen. Und hier ist das Ei in den Brunnen gefallen. Ne? Das ist der Genaya, ihr Frühstück. Lass es dir schmecken. Ich wollte es nur einfach mal abfüllen hier. Wunderbar. Ist ja hier unterwegs am zweiten Tag, am Sonntag. Ne? Das da hinten ist die Raid-Gruppe. Die läuft jetzt da weiter, weil ich muss jetzt erstmal den Müll hier abfüllen. Ich habe nämlich hier in eine gute Donne, habe ich hier den Wiegald Boning gefunden. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber guck dir das an. Wiegalds Favorit. Der hat hier Jakobs Krönung, Milka Schokolade und Miracoli Nudeln. Wiegald Boning. Die doofen Lieder, die die Welt nicht braucht. Lieder für Melonen. Was haben wir das gehört? Das höre ich heute auch noch. Das war noch Musik. Wie musikalisch die waren. Ich sag's euch, die doofen. Wenn ihr die nicht kennt, schreibt's in die Kommentare. Sind wir gestern auch 20 Mal vorbeigelaufen. Hier dieser Salon Barbertal. Ja, es könnte auch beides gleichzeitig jetzt sein. Lässt sich tätowieren und gleichzeitig rasieren sie dir den Schädel, ne? Also, da kannst du rein, wenn du mal eine Frisur brauchst. Oder einen Bart. Oder halt beides nicht, weil das kommt ja dann ab. So, der Thomas erklärt gerade, wie man Steine werfen kann. Pupsi ist überfordert und fragt, wie, seit wann geht das denn? Und weil die einen Arktos Raid machen, filme ich so lange einfach mal hier das ab, weil ich finde, das sieht sehr schön aus. Guckt es euch nochmal an. Macht einen Screenshot am besten als Handy-Hintergrund oder so. Oder sagt ein Silvia, soll euer Haus bauen und das so machen, innen drin und außen auch. Und die Decken und die Wände. Das ist schön. So, danke Silvio. Ich hab keine Hose an. Schon auf dem Weg hier haben wir das Freibier gefunden, aber Gera bietet noch mehr. Hier gibt's sogar gratis Dönerfleisch mit Gabel. Hey! Also, du gehst durch die Stadt, du wirst
satt, du wirst sitt. Das ist ja das Wort für, wenn man keinen Durst mehr hat. Also wenn ihr euch da auskennt, es ist kein Geschwafel, das heißt sitt, ne? Sitt und satt und fertig. Und Sid Vicious war der Wrestler aus der WCW, der sich das Bein gebrochen hat. Da habt ihr gleich noch ein bisschen Weiterbildung. Er ist auch bekannt für seine ausschweifende Natur. Hier habt ihr braune Erde. Hier habt ihr einen Gerana Baum. Man nennt ihn auch Geranie. Das ist nämlich ein Baum in Gera. Hier habt ihr was Grünes für zwischendurch. Die kommen meistens im Doppelpack. Wenn es jetzt Ostern wird, könnt ihr da eure Eier reinhängen. Das sieht bestimmt richtig gut aus. Oder ihr nehmt es einfach mit und packt es in euer Osternest. In Gera. Und dort liegt ein blauer Sack hinterm Auto. Da müssen wir mal hin. So, Gera ist auch bekannt für seine blauen Säcke. Die packen die Geraner immer zwischen die Autos, dass die nicht zusammenfahren. Weil wenn dieses Auto sich dem Auto nähert, gibt es ein Raschelgeräusch und dann weiß der, er ist fast an dem anderen Auto. Das hilft, viele Auffahrunfälle zu vereiteln. Gera bietet auch viel Kunst. Hier seht ihr die Kunst der umgedrehten Stühle. Damit der Stuhl nicht entwendet wird, ist er auch befestigt an dieser Mayonnaise-Schranke Pommes Rot-Weiß. Die ist aber irgendwie aus Papier. So, der ist falsch rum. Da könnt ihr euch nicht draufsetzen, das tut nämlich weh. Da könnt ihr euch mal hinsetzen und dann müsst ihr euch drehen. Und den müsst ihr dann aber richtig rum hinstellen. Während ihr aber einen Saldo macht, damit sich das rumdreht, das ist Gera. Hier habe ich die lustigste Pizzeria der Welt gefunden. Die heißt einfach wie meine Katze. Adi Schatz, alles Gute. Döneria Ardi. Nein, da ist ein R zu viel. Der heißt ja nur Ardi, aber... Das sieht auf jeden Fall vom Namen schon mal gut aus und ich weiß ganz genau, ich war da sogar schon mal drin, als wir Safari-Zone Gera waren. Vor 5 Jahren oder so sind wir auch am Sonntag hierher, weil wir aufs Klo mussten und haben da drin noch Döner gegessen. Ardi Schatz, alles Gute. Wir raten jetzt gerade hier noch einen Dialga. Thomas, sein Bruder, ist Florist. Der hat uns jetzt auf die Schönheit und Seltenheit und Vermehrtheit der Krokusse hingewiesen. Wenn das Krokusse sind, dann schreibt es mal in die Kommentare. Für mich sind das einfach nur Blumen, so. Weil irgendwie sind alles Blumen. Und damit die immer schön bewässert werden, ist hier der Mann mit der Rostbratwurst. Guck mal, sieht aus wie so ein Nürnberger. Ein Nürnberger! Schaubianga, egal wo ich bin, ich denke immer an dich. Selbst hier im Krokusbeet, schaust dir an, das könnte dein Garten sein. Und hier liegt ein Kronkorken. Weil die Bianca Kronkorken sammelt, muss ich immer jeden Kronkorken, den ich finde, mitnehmen. Für die Bianca. So, das ist Ramse. Wir sind jetzt gerade hier vorbeigelaufen, hatte das Schreggi noch gesagt, also Thomas, sein Bruder, dass er 18 Jahre hier gearbeitet hat, im Pizza Express. Da ist nämlich der rosa Trabi an der Wand, pizzaexpressgera.de. Und hier soll es richtig gut schmecken, hat er gesagt. Das sieht auch cool aus, vor allem mit dieser rosanen Schrift. Ist auf jeden Fall ein Hingucker. Wir haben jetzt leider keine Zeit, das zu testen, aber ich kann euch das Lieferauto davon nochmal zeigen, denn das sieht auch richtig genial aus. Und das ist das Lieferauto. Guckt euch das doch mal an, wie schön. Von Gerschen für Gersche und ihre Gäste. Pizza Express. Weißes Auto, immer gut. Rosa Schrift, richtig nice. Rosa Spiegel, Pizza Express. Auch nicht so übertrieben. Zart rosa, Pizza Express. Richtig genial. Facebook-Seite ist mit drauf. Also da hätte man sich eigentlich mal eine Pizza mitnehmen müssen, bestellen müssen. Genauso rosa wie das Palkia, was wir gerade hier machen. Mit dem Himmel fehlt nur noch das Shiny. So, der Thomas will jetzt hier ins Podium zum Mittagessen. Was ich gar nicht verstehen kann, weil hier gegenüber ist gleich das Köstritzer Bierhaus. Das wäre doch viel besser gewesen. Thomas, wie kommst du denn auf die Idee, ins Podium zu gehen? Vor allem, weil wir da schon waren und da waren wir noch nicht. Aber ob es da Essen gibt, weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es einfach nur Bier. Stell dir mal vor, es wird ein Haus errichtet, wo du einfach nur Köstritzer Bier trinken kannst. Finde ich gut. So, ich habe mich belesen. Ist natürlich nicht so. Hier gibt es trotzdem auch Speisen. Zum Beispiel auch einfach Bierhausburger. Und das ist ja schon wieder ein Name für Ramses Kitchen. Den musst du eigentlich testen. Den Bierhausburger in Gera. Aber die wollen ja ins Podium. So, da wir heute noch fahren müssen, gibt es natürlich hier so eine hausgemachte Limonade. Diesmal mit Himbeer, Melone. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ne? Guckt euch das an. Man sieht die ganzen Himbeerstücke da drin. Das Grüne ist die Melone, genau.
Pupsi hat es schon probiert, ich habe es noch nicht probiert, aber sie sagt, das schmeckt. Ich vertraue ja da mal drauf und da sind die dicken, fetten Eiswürfel. Das ist Grapefruit. So, zum Essen habe ich mir jetzt hier so einen Crispy Chicken Burger rausgesucht, weil wir haben schon mal den Podium Burger gehabt, der ganz unten steht, aber den Crispy Chicken kenne ich nicht. Was mich interessiert hat, diese knusprig scharfe Cornflakes Hülle, dass der Crispy Chicken ja immer so eine Cornflakes Panade drum hat, ist ja klar. Aber knusprig scharf, eine scharfe Hülle, da bin ich mal gespannt. Der sieht auf jeden Fall interessant aus. Es ist immer auch Coleslaw dabei. Ihr habt hier noch ein paar Pommes und ja, Hähnchen ist ja gesund. Deswegen lassen wir uns das jetzt mal schmecken. Was machst denn du da? Was machst denn du da? Das ist der Fuß. So, es ist windig. Wir befinden uns jetzt schon auf der Rückfahrt. Machen jetzt noch mal einen kurzen Zwischenhalt in Waldenburg. Also Sandra holt kurz Marie. Ich trinke erstmal einen Schluck. Ich bin schon wieder so müde. Ich bin so froh, wenn wir irgendwann zu Hause angekommen sind. Weil jetzt 2-3 Stunden Fahrt, Autobahn, mega langweilig. Du hängst immer nur da. Und das ist Autobahn. Ich hasse Autobahn. Ich fahre gern Auto, aber immer Landstraßen. Da sieht man auch mal Kühe, Schafe, Traktoren und so Zeug. Ja gut, Gera, Protest, siehst du auch Traktoren, aber heutzutage ist es überall Traktoren, aber Autobahn, das ist immer richtig behindert. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen und wollen natürlich erstmal Nadi begrüßen und gucken, ob der überhaupt noch da ist. Ich habe gar keinen Schlüssel. Ja. Wo ist denn der Adi? Hier, hier ist er, warte. Wo ist er? Hier ist er. Adi, Schatz. Was heißt denn hier, Bibi? Ja. Der Adi immer gesucht. Adi. Ja. Adi. Na, was ist denn jetzt hier mit dem Ding? Aber die Mama war doch da. Du warst doch gar nicht allein. Ja, aber das warst nicht du, gell? Die Mama war doch da. Das warst nicht du. Ja. Tagsüber haben die meistens geschlafen, gell? Aber ein Baby, guck mal, wie der hochgeht. Aber abends haben sie mal ihren 5 Minuten gehabt, gell? Aber dann ging's wieder. So kennt man dich, wie in guten alten Zeiten. Ja. Freust du dich? So, dann war es jetzt von meiner Seite wieso, aus. Wieso haben sie die Ziegenböckchen immer gemacht? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Da ist die andere, die Quetschkommode, die aggressive, böse. Aber der Adi hat sich gut geschlagen. Keine blutige Nase. Das ist sehr gut. Nee, ich habe schon zum Thomas gesagt, das kann man ja als Tradition vielleicht machen. Wenn die nächste Go-Tour ist, in der nächsten Region oder so, dann wieder ab nach Gera. Schön mit Bierchen, Burger und so weiter. Nächstes Hotel, nächster Roomcheck. Also, ich wäre dabei. Adi, Schatz, bist du auch dabei? Muss die Mama wieder Haussitter spielen? Jo, jo. Und vor allem ist noch Elimination Chamber gewesen. Da habe ich ja noch was zum Gucken heute. So, das war das Ende vom Gera-Vlog. Das war die Zeit, Freitag, Samstag, Sonntag. Das Ding ist jetzt aus. Ihr könnt jetzt ausmachen, wenn ihr wollt, denn das war die Action in Gera. Wer ein bisschen sehen möchte, der kann jetzt nochmal 10 Minuten eine Roomtour angucken, denn ich habe natürlich die Unterkunft, als wir angekommen sind, abgefilmt. Mal jeden einzelnen Raum, mal da so durchgelaufen, mal so zu zeigen. Ihr habt ein bisschen was ja schon gesehen, aber ich habe es nochmal ausführlich gezeigt. Das war erst im Video drin, dann dachte ich, 10 Minuten Roomtour ist vielleicht für manche zu langweilig. Deswegen seht ihr das jetzt hinten dran als Bonus, damit einfach die Action kontinuierlich da im Video drin war. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Jetzt die Roomtour für euch, wen das interessiert. So, es ist der nächste Tag bei uns und wie versprochen möchte ich eine kleine Roomtour machen, dass ihr mal seht, wie das bei uns dann ausschaut. Ich habe erstmal eine Klingel, da steht Servetio drauf. Wir haben gar nicht gewusst, was er gemeint hat, als er unten gesagt hat. Servetio? Keiner wusste, was? Servetio? Was ist das denn? Dann kommst du also hier rein und das ist dann der erste Flur, den du siehst. Hier mit Garderobe natürlich, da stehen die weißen Gummischuhe, ganz wichtig. Garderobe am Start. Wir laufen auch gleich mal hier rein, denn das erste ist das Schlafzimmer. Habt ihr hier auch einen riesen Schrank mit allen möglichen Sachen noch drin, so Bettzeug zu wechseln, allen hin und her. Hier habt ihr ein kleines Schränkchen, seht ihr schon,
da sind die Handys, da ist das Go++, da ist der Elefant vom Hannes, ne, den dann Jonas mitgebracht hat. Das mit dem Bett ist komisch, weil du musst immer einen hier hinlegen und dann über den drüber klettern, damit du dahinter kommst. Da hinten ist die Heizung und genau da hinten ist es warm und hier ist schon wieder kalt, weil der saugt die ganze Wärme auf und der hier vorne, der friert. So, ansonsten kann man, wenn man hier liegt, immer abends noch Fernsehen gucken, da draußen durchs Fenster bei den anderen da drüben. Das funktioniert sehr gut und ja, zum Schlafen könnte man sagen, reicht's, aber mich drückt's irgendwie immer aus dem Bett raus. So. Mich drückt's immer raus. Dann habt ihr den nächsten Raum, wenn ihr hier rausgeht, dann ist dann im Prinzip für die Kinders gewesen. Weil eigentlich wären wir ja nochmal mehr gewesen, habt ihr auch in der Ecke hier nochmal einen Schrank, dann habt ihr ein Hochbett, unten kann ein Kind schlafen, oben kann ein Kind schlafen und ich finde, das ist auch richtig stabil gemacht, denn ihr habt hier eine richtig fette Treppe, nicht wie bei anderen Dingern, da ist hier so eine komische Leiter, so eine gackelige, wo man da hochgeht, hier habt ihr eine richtig breite, fette Treppe, die nach oben führt. Und in jeder Stufe ist hier im Prinzip nochmal ein Fach, da sind nochmal Bücher drin, da sind irgendwelche Puzzle drin, da ist nichts drin, also extra nochmal für die Kinder, dass sie hier noch was zu tun haben. Da ist ein Staubsauger, da haben die gleich noch mehr zu tun. Hier konnte man auch gestern wieder Fernsehen gucken, da drüben ging es richtig ab. Und ja, dann geht man hier wieder raus. Ihr habt ja das schon gesehen. Gute Nacht, Pupsi. Ist gar nicht da. Guckt ihr mal hier, mal geradeaus da lang. Denn da habt ihr das Bad. Das ist das Badezimmer. Sieht auch sehr einladend aus. Was ist denn hier die Dusche? Das ist hier Glas. Gell? Das ist die größte Dusche, die ich bisher hatte, weil das Glas geht von da bis da. Ich stehe dahinter, da gibt es nicht mal eine Tür. Da gibt es keine Tür. Hier könnte man denken, es ist ein Katzenklo. Wenn du Katzenstreu reinmachst, kann da der Adi rein. Ansonsten habt ihr hier halt ein Waschbecken, sieht gut aus. Hier oben habt ihr Figuren, das finde ich cool. Sieht aus wie Jonas, wenn er hier sich den Mund zuhält. Dann hier hält er sich die Augen zu, ganz klassisch. Und was fehlt noch natürlich, er hält sich auch die Ohren zu. So, ja, das ist dann hier das Klo. Hier sind jetzt die Windelbeutel. Hier habt ihr ein Fenster, wo euch keiner sieht. Da könnt ihr also nicht draußen Fernsehen gucken bei den Nachbarn. Aber da ist ja eh so ein Garten hinten raus, da sieht man eh nichts. Hier ist nochmal ein Ränkchen, auch mit ganz vielen Handtüchern noch mal drin. Wichtig hier so eine Rolle, die stand auch schon da. Mit Mülltütchen, das passt. Rest ist washed. Das sieht jetzt unordentlich aus. Habe nämlich gestern noch geduscht und das ist jetzt hier um die Heizung gehangen. Also normalerweise, zack, hast du hier die Dusche. Und hier hast du nicht nur die normale Brause, dann hast du auch hier noch so eine Hütte oben drüber, damit das richtig dir komplett den Verstand und ja. Kann man machen, hängen wir wieder drüber, gehen mal hier lang, hier ist so ein Spiegel mitten im Wohnzimmer, mitten im Flur. Gucken wir mal kurz ins Wohnzimmer, wenn wir schon Wohnzimmer sagen. Ich habe jetzt auch überall Licht an. Kommst hier rein, hast hier gleich ein Sofa. Richtig schönes, großes Sofa. Mit einer kleinen Grinsebacke drauf. So. Habt ihr hier natürlich zwei Tischchen noch dabei. Da gab es gerade Frühstück, da wurde gerade gefüttert. Dann habt ihr hier diese super Lampe, die so niedrig hängt, dass sie mit dem Kopf immer gleich daneben lauft. Weil ihr lauft halt hier so lang und dann ist sie immer so an euch dran. Zwei Fenster, schöne Gardinen, alles irgendwie so ein bisschen hell, so ein bisschen Natur. Das sieht irgendwie sehr frisch und erquickend aus. Ja, hier ein Fernseher, relativ groß, muss ich sagen. Beste ist, da ist Netflix drauf. Du hast eine Fernbedienung rumliegen, wir haben gestern da Netflix angedrückt, da ist ein Konto hier von der Wohnung drauf angemeldet. Du kannst kostenlos hier auch Netflix gucken, immer schön kleine Dekos aufgebaut. Auch hier nochmal sieht man ja Steinchen, alles, Internetzugang ist da, hier so eine Schüssel mit Sand und Muscheln drin, Router. Dann war es das schon mit dem Wohnzimmer und wir haben da noch die Küche übrig. Den Spruch fand der Thomas gestern so toll, die Arbeit kann warten, das Leben nicht. Oh, und dann haben wir jetzt noch die Küche. Das habe ich vorhin als Wickeltisch benutzt. Kommst du hier rein, könntest zu viert hier sitzen und habt hier noch den Rest der Küche und die sieht eigentlich auch wunderbar aus. Man läuft hier rein, sieht man schon, hier ist alles dabei, für Tee, Wasserkocher, der leuchtet blau. Hier ist so eine super Schüssel. Dann hier eine Cafissimo von Chibo, Kaffeemaschine.
Hier war so ein Ding, da steht Push, wusste ich jetzt nicht, was ist. Und wenn du drauf pusht, kommt da einfach eine Steckdosenleiste hoch, sogar einfach nur mit USB-Anschluss und zwei richtigen Steckeranschlüsse, die du machen kannst. Dann hast du hier noch eine Musikanlage, kannst du sogar CD hören, Menas Moos oder so. Nochmal eine schöne Pflanze. Ja, dann haben wir unseren Kühlschrank hier natürlich. Da ist jetzt nicht viel drin. Dann haben wir in den Schränken ist eigentlich auch immer überall was. Also ist auch gut eingerichtet. Die haben für alles gesorgt. Da hast du auch die ganzen Putzreinigungsmittel da. Du hast hier, wenn du mal in die Schränke guckst, stehen da sogar noch Trinkflaschen dabei. Körbchen hier, Küchenrolle. Also das ist der Raum, wo man irgendwie am meisten gezeigt. Wenn wir uns rumdrehen. Da ist ein Parkplatz. Da stand ich gestern nämlich nackt hier und habe noch mal ein Bier getrunken. Und da draußen hat immer so irgendwas geleuchtet, weil da saß einer im Auto und hat irgendwie im Handy geschrieben. So, das sieht auch wieder, guck, sehr natürlich aus. Wie mitten im Wald. Das ist hier ein riesen Touch von der Dunstabzugshaube. Modernen Herd, du drückst rauf, auf den Knopf kommt das raus, kennt ihr bestimmt alle. Ein Mini-Geschirrspüler, aber passt. Dann haben wir hier, ist unser Mülleimer drin, nochmal Putzmittel, Reinigungsmittel. Da können wir nochmal Handtücher aufhängen. Hier oben im Schrank ist auch einiges drin. Da habt ihr hier eine Tonne Zucker, nochmal diverse Schalen. Hier steht sogar Chili-Salz, das war also auch schon da, wenn ihr hier was kochen wollt oder so. Kaffee war auch da, nochmal eine Schüssel für Snacks. Joa, dann fährt man hier so drüber, hab ich auch noch nicht gesehen, in schwarzen Wasserhahn, so verchromt, ne? Alles wunderbar, gehst du hier lang. Das ist hier nochmal so eine Steckerleiste, da lädt Pupsi gerade ihre Powerbank noch ein bisschen. Auch wieder mit USB, mit Zeugs, da haben wir uns ein paar Snacks noch hingestellt. Hier machst du auf, hier hast du auch lauter Geschirr drin, kleine Einweg-Schnapsgläschen, normale Tassen, Teller, Bier. Gläser, Weingläser, Schüsseln, das sieht auch alles ganz cool aus, also du brauchst nichts, du hast alles, du kommst her und das passt. Hier habe ich noch nicht reingeguckt, glaube ich, Besteck, guck dir das an, die Schere, ich glaube so eine Schere hat jeder, haben wir auch, aber in einer anderen Farbe, aber dieses Schwarz-Rot, das gefällt mir sehr gut. Wenn wir das wieder wegmachen, können das mal rausholen, denn hier sind die ganzen Töpfe drin, dann gucken wir noch hier unten rein. Da ist Maries neue Brotbüchse. Hey, die hat ja keine mehr. So, machen wir das wieder hier rein. Und hier habt ihr noch Schälchen und hier so kleine. Ja, das ist Deko, ne? Du kannst ja nicht draus trinken, weil es ist viel zu schön dafür, um draus zu trinken. Guck dir die Schale an. Perfekt. Super Schale. Und dann gehst du wieder hier raus. Dann war ja da das Wohnzimmer und da war das Schlafzimmer und das Kinderzimmer und da war ja das Badezimmer und so und dann ist hier die Tür und dann war es das. Ach so, hier hängt noch eine Dönerkarte, die bis 24 Uhr auf haben, wo der Döner nur 4 Euro kostet, ist aber wahrscheinlich schon 10 Jahre alt, deswegen gilt das eh nicht mehr. Die habe ich mir gestern noch angeguckt.